vielleicht. Ah, ich würde halt einfach ein Training mal abwarten, denn es kann ja sein, dass es vergessen hat und dann beim zweiten Training mal so langsam mal den Trainer ansprechen. Wir wollen den Führungsspielern und auch den angehenden Führungsspielern einfach mitgeben, wie sie sich zu verhalten haben, wie sie verschiedene Dinge und Situationen einfach lösen wollen. Wir haben verschiedene Gruppenarbeiten, wo wir Fälle aufarbeiten. Wir haben Schiedsrichter da, die von ihrer täglichen Arbeit berichten, also sei es per Präsentation oder dass einfach sich in der Runde zusammengesetzt wird und einfach ein Erfahrungsaustausch auch stattfindet. Wir haben Praxiseinheiten, wo wir auch wirklich auf den Platz drauf gehen und verschiedene Spiele noch gemeinsam machen, wo wir auch nochmal Feedback mitgeben. In meinen Augen ist es sehr wichtig, dass man sich in seine Mannschaftskameraden einfühlt, auch wenn mir das vielleicht selbst manchmal schwerfällt. Wenn die eine schlechte Situation haben, dass man weiß, wie sie sich gerade fühlen, dass man sie daraufhin aufbauen kann, motivieren kann. Und das Gegenteil von einem Führungsspieler wäre nämlich, dass er dann noch weiter auf sie reinhackt, sondern das Ziel ist es, diese Leute zu motivieren und einfach sozusagen das Team anzufeuern, aber auf eine positive Art und Weise. Ein Team kann nur funktionieren, wenn auch Führungsspieler mit dabei sind. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir die Jungs und Mädels an die Hand nehmen können und dann Tipps und Tricks auch mitgeben. Es ist auf jeden Fall interessant, weil auch am Platz so viel mehr Kommunikation herrscht und auch man kann sich untereinander austauschen, auch in den ganz einzelnen Gruppenarbeiten. Ist auch mal schön, das in eine andere Ansicht von anderen Führungsspielern zu sehen, wie die in dieser Situation handeln würden. Also wir sagen ab der C-Jugend bzw. ab dem Alter von 15, 16 Jahren, dass sich der Führungsspieler so langsam rauskristallisiert oder sich langsam rausentwickelt. Deswegen sind auch bei uns alle, die da sind, im Alter von 16, 17 Jahren. Also wir gehen nochmal eine Stufe drüber. Überall sind so Gruppen und die brauchen auch überall eine Führungsposition bzw. jemanden, der sich traut, so den Ton voranzugeben bzw. auch mal was anfängt. Auch so im Beruf oder allgemein. Das kann man, glaube ich, überall gut umsetzen.